Hallo und herzlich willkommen zu Leons Zaubenzucht. Heute ist wieder ein spezielles Video, nämlich 250 Abos haben wir erreicht. Vielen lieben Dank an euch und schon geht's los mit dem Video. So, da sind wir. Zwischenstand bei den Tauben. Erstmal gucken wir auf die Temperatur. Wir haben heute etwas kühler. Und zwar heute haben wir 12 Grad Celsius. Und bei den Tauben ist alles heute fit. Immer noch ein Ei. Die kümmern sich noch nicht ins Ei. Komischerweise sind die faul. Wie wir sehen, habe ich schon die Tauben gefüttert. Gucken wir mal jetzt zu den Tauben. Bei denen ist alles gut. Und wie wir sehen, habe ich hier Futter, aber ein anderes Futter. Gehen wir mal dazu. Und zwar, wie wir hier sehen, habe ich türkisches Taubenfutter bekommen von gestern. Ja, sehr vieles dabei. Das ist sehr richtiges, gutes Futter. Alles ist dabei, was man braucht. Und das fressen sie auch bestimmt jetzt. Also ich habe die heute gefüttert, teste das mal. Und mein Standardfutter von meinem ist jetzt noch nicht so viel zu sagen. Hier ist natürlich viel mehr drinnen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das bekommen habe. Also viele Körner sind drinnen, das ist sehr gut. Wie schon erwähnt, ich bekomme es, ich habe ja nicht gelogen. Und bin ja mal gespannt schon, wie schon gesagt, ob das Tauben es fressen. Gucken wir nochmal von der Seite. Wie man hier sieht, die haben noch nicht so viel gefressen, weil die noch gestern Abend etwas gegessen haben. Und ja, mir gefällt das Futter auch. Machen wir wieder dazu. Und das Wetter spielt heute mal nicht damit. Gestern hatten wir 19 Grad gehabt. Also, heute ist es sehr nass. Ich wollte die Tauben heute baden lassen, aber da das Ei da ist und es regnet, ist es nicht so eine gute Idee mal heute. Vielleicht erst mal später. Ja, das war auch schon der Zwischenstand und das türkische Taubenfutter. Und jetzt gehen wir mal zu was anderem. Und zwar habe ich einmal das hier, sowas. So was fürs Essen und Trinken gedacht, aber ich weiß nicht, ob das sich lohnt. Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, was ich damit anfangen soll, weil es ist Essen und Trinken gedacht. Ja, ich weiß nicht, was ich damit anfange, wie schon gesagt. Und ich habe hier ein wenig aufgeräumt. Und ich habe gestern hier den Boden sauber gemacht. Dann innen drin habe ich gestern etwas grob sauber gemacht. Ja, ich mache hier die Fläche fast jeden Tag sauber hier so. Das war auch schon der Zwischenstand und Einblick. Jetzt geht es noch einmal zu euch. Vielen lieben Dank an euch nochmal, dass wir so viel erreicht haben schon. 250 Abos. Ich hätte niemals gedacht, dass wir so viel schaffen werden. Und jetzt geht es zu den 500 Abos. Mal schauen, ob wir das auch schon erreichen werden. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit euren Tauben. Danke für das Unterstützen. Und ciao, ciao.